So, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel FK Austria Wien gegen Admira 0:0. Ich darf immer bitten, die beiden Trainer erst ein Statement abgeben zu lassen und dann ihre Fragen bitte. Wollen wir immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall Ernst Baumeister. Bitte, Ernst. Wir sind heute mit dem Südo hergekommen, einen Punkt zu machen, das ist uns gelungen. Dass das normal nicht unsere Spielweise ist und alles. Normal spielen wollen wir mehr Fußball spielen, mehr offensiv spielen. Aber in der Phase, wo wir jetzt sind, glaube ich, für uns zählt jeder Punkt. Ich war ein bisschen vielleicht glücklich in gewissen Phasen. Was mir ein bisschen gestört hat, waren die ersten 25 Minuten, weil da haben wir das Spiel gar nicht teilgenommen. Da haben wir nur zugeschaut, wie Austria spielt. Ich muss mal sagen, erste Halbzeit können wir sich bei den Leuten ein bisschen bedanken, weil die ein paar gute Bälle gehalten haben, für die Offensive zu wenig gemacht. Dann zweite Halbzeit, glaube ich, war es ein offener Schlagabtausch. Haben wir 100 gehabt, dann haben wir ein sehr großes Glück gehabt bei den Stangenschuss. Aber im Endeffekt bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft von der kämpferischen und taktischen Leistung. Danke, Jens Baumeister. Thomas Letsch, ich darf dich auch bitten um ein erstes Statement nach dem Spiel. Bitte. Ja, ich denke, wenn man die Statistik sieht, sagt das alles aus über dieses Spiel. Wenn ich an die ersten 25 Minuten denke, da hatten wir, glaube ich, noch deutlich mehr Ballbesitz, als es in der Endstatistik ist. Wir hatten die großen Chancen, Felipe Pires hat zwei Riesenchancen, Dominik Prokop trifft dann mal falsche Entscheidungen. Ich habe auch gehört, ich habe es leider noch nicht gesehen, dass es da dann wohl doch ein Elfmeter auch war an Prokop. Ja, aber unterm Strich gehen wir mit 0-0 in die Halbzeit. Und auch in der zweiten Halbzeit, das stimmt, wir haben die eine oder andere Chance dann auch zugelassen, haben auch weiter nach vorne gespielt, hatten unsere Chancen. Aber es ist passend zu der Situation, in der wir aktuell sind. Wenn es nicht läuft, dann geht der Ball nicht rein, dann fällt das Quäntchen Glück, dann fällt die letzte Entschlossenheit und vielleicht auch mal das Glück, dass der Schiedsrichter eine 50-50 Entscheidung oder auch eine klare Entscheidung für uns trifft. Und deshalb sitzen wir mit einem 0-0 da. Das natürlich nicht, das ist, was wir wollten. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Aber wie die Mannschaft aufgetreten ist, wie sie gespielt hat, das war in Ordnung. Aber das Ergebnis ist natürlich zu wenig. Danke, meine Herren. Fragen bitte, der Michi kommt mit dem Mikro. Peter Glöbel, Michi, sehe ich schon. Ich habe eine Frage. Ist es dem Thomas Letscher passiert, dass es ihm ein Spieler sagt, er ist mitgenommen von einer Transferentscheidung? Nee, ist mir bisher noch nicht passiert, nee. Und daher war auch dann der Grund, weil er nicht bereit war zu spielen, oder ich habe es nicht ganz mitbekommen, das Ganze? Nein, der Raphael kam gestern zu mir, hat mir gesagt, dass die ganze Situation ihn jetzt nicht ganz kalt lässt. Er fühlt sich nicht vom Kopf her nicht 100% bereit für das Spiel, er ist sich nicht sicher, ob er 100% bringen kann. Und mir war es wichtig, die Spieler, die auf dem Platz stehen, dass die zu 100% sowohl körperlich als auch mental da sind. Da hat der Raphael selber Zweifel gehabt und deshalb hat er nicht von Anfang an gespielt. Als die Situation kam, habe ich kurz mit ihm gesprochen, er hat gesagt, er ist bereit und deshalb habe ich ihn dann noch gebracht. Zweite Frage, auch ein bisschen zur Psyche. Die offene Trainerfrage, wie sehr belastet es in der Kabine? Oder merkt man es, spürt man es, ist es ein Thema in der Mannschaft? Ja, natürlich ist es ein Thema. Wir sind in einer Phase von der Saison, ganz egal, ob man jetzt ganz oben steht, ganz unten oder in der Mitte, in einer Phase der Saison, wo viele Entscheidungen anstehen. Es gibt Spieler, die wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Andere Spieler ist klar, dass sie weggehen. Wieder andere wollen sich positionieren. Und natürlich auch das Thema, wie geht es insgesamt im Verein weiter? Und da ist natürlich auch die Trainerentscheidung eine wichtige Geschichte. Das ist natürlich Thema. Aber das ist nicht Thema, wenn wir Samstag 18:30 auf den Platz gehen. Da spielt es überhaupt keine Rolle. Und ich denke, das hat man auch gesehen, also dass die Jungs da waren. Weitere Fragen? Thomas Muck sehe ich, Michi. Herr Letsch, Sie haben es angesprochen, die Austria hatte viele Chancen, aber auffällig war bei diesen Chancen war die Qualität im Abschluss. Wie würden Sie die bezeichnen? Und ist das auch die Qualität im letzten Torschuss ein bisschen sinnbildlich für die Situation, dass man es gut meint, aber am Ende schlecht macht? Natürlich, wenn wir, also zuerst mal ist es positiv, dass wir uns viele Torschancen erarbeiten. Aber
Der zweite Schritt ist natürlich, dass der Ball rein muss. Und wenn der Ball dann nicht reingeht, wenn der finale Pass oder der Abschluss nicht sauber ist und der Torwart kann halten oder der Ball geht vorbei, dann ist natürlich irgendwas schiefgelaufen. Und es ist einfacher, das wissen wir alle. Ich glaube, jeder, der selber auf Fußball gespielt hat, oder vor allem die Stürmer, wissen, wenn man einen Lauf hat, dann kann man machen, was man will und der Ball geht irgendwie rein. Und wenn es eben nicht so läuft, dann trifft man entweder die falsche Entscheidung oder macht es nicht sauber oder ja, Situationen, wo ihr dann auch von außen denkt, mein Gott, so ein bisschen mehr Spannung und die Überzeugung, da reinzufliegen, die fehlt dann, klar. Und aber ja, das ist nochmal, das ist eine Situation. Es gibt solche Saisonen, wo vieles schiefläuft. Und ich weiß, dass es bei der Austria schon mal so eine Saison war und danach die Saison drauf war, glaube ich, eine recht gute Saison, die dann sehr erfolgreich war. Und ich denke, man darf auch jetzt die Saison noch nicht abhaken, aber man muss es ein Stück weit akzeptieren, dass viele Dinge nicht optimal gelaufen sind. Und jetzt gilt es, und da sind wir wieder auch gerade bei den Entscheidungen, jetzt richtige Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen und dann die neue Saison in Angriff zu nehmen und genau das abzustellen, möglichst genauso viele Torchancen zu erarbeiten, aber der Ball sollte halt auch ein paar Mal rein. Lange Antwort für eine kurze Frage. Sorry. Ausreichend beantwortet. Hannes Steiner, Kronenzeitung, bitte. Ernst, euer Thema ist die Europacup-Qualifikation ist umso mehr als vor dem Spiel. Kann noch was passieren oder kann man jetzt wirklich schon langsam durchatmen? Ja, es kann immer was passieren. Es sind nur 9 Punkte zum Vergeben. Wir haben 8 Punkte Vorsprung. Aber realistisch gesehen dürfte nichts mehr passieren. Ich habe gesagt, vor dem Match haben wir ja der Woche geredet. Ich habe gesagt, entscheidendes Match ist gegen Mattersburg nächste Woche. Wenn wir das gewinnen, ist wurscht, wie die anderen ausgehen. Aber ich habe gerechnet, dass Mattersburg heute gewinnt. Und ich habe gesagt, wenn wir verlieren, sind es 4 Punkte. Wenn wir nächste Woche gewinnen, sind es 7. Aber abgesehen davon glaube ich nicht, dass Mattersburg alle 3 Match gewinnen wird. Also ich sage, zu 90% werden wir durch sein, aber trotzdem wollen wir die letzten 3 Match auch noch positiv bestreiten. Aber ich glaube, wir können es ein bisschen ruhiger Auge, sage ich es einmal so, unter Anführungszeichen, was nicht ruhig, gemütlich, sondern der Druck für ein paar, vielleicht auch das merkt man, wie wir spielen, dass ein paar vielleicht auch mit dem Druck nicht so wirklich gut umgehen können, weil wir sehr viele Junge haben. Und glaube ich, durch das ist schon ein bisschen, Druck geht es weniger. Gut, alles beantwortet. Gibt es noch Fragen? Gut, ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann Dankeschön, schönen Abend und ein schönes Restwochenende noch. Danke. Was sagst du?